So, liebe Leute, da bin ich wieder. War nur kurz eben auf Toilette und schon kann es weitergehen. Ja, ach ja, wir sollten hier der Fischer, die Fischer-Quest machen, da jetzt das Fischerbuch finden. Also, ich habe jetzt hier den Dings ausgeschlossen. Also wird mein nächstes Ziel sein, das neue Lager da, der See und dann der See in der Mitte. Und zu guter Letzt... Nee, anderes wüsste ich nicht. Ganz oben vielleicht da am Spawn, wo wir gespawnt sind. Weil da war doch so eine Barriere, da wirst du sofort weggezwiebelt, wenn man da... Da kann aber gut sein, dass es da trotzdem liegt. Naja, aber da gehe ich als erstmal als letztes hin. Denn ich glaube nicht, dass es da liegt. Also ich würde eigentlich jetzt eher alles auf das neue Lager tippen. Dann das... Also das hier war eigentlich meine erste Vermutung hier. Dann das neue Lager, dann das... dieser kleine See, wo ich gerade gar nicht weiß, was das für ein See ist. Ja. Vielleicht kriegt man ja auch ein krasses Item noch. Das wäre natürlich cool. Ein krasses Item wird mir jetzt recht gut gefallen noch. Boah, ich habe jetzt schon mittlerweile, glaube ich, die besten Items, die es gibt im Spiel. Ich habe eine 100 Schaden Armbrust. Ich habe... ja, Uzuriel, was aber bald auseinandergeflattert wird, weil ich da ja... Besseres rausmache für mich. Ja. Dann noch richtig krasse. Ach nö, was passiert denn jetzt schon wieder? Richtig krasse Ringe. Tja, mehr kann man eigentlich gar nicht wollen, wa? Guck ich nochmal kurz. Ah, ich laufe richtig. Ja, vielleicht noch ein Ring irgendwie, der ein bisschen besser ist oder so, aber... Ja, oder vielleicht auch einfach gar nichts. Aber der macht da so einen Wirbel um irgendwas, ne? Da muss ja irgendwas hinterstecken. Aber auch auf jeden Fall auch schon mal gut, dass man diese Nebenquest dann hier gemacht hat. Denn für alle Leute, die nicht wissen, wie es weitergeht, die könnt ihr natürlich das hier dann gerne angucken. Jo, und ja, für mich gibt es noch ein bisschen EP, aber wie gesagt, EP ist jetzt für mich komplett unwesentlich geworden, weil als ich gesehen habe, wie ich Gommes umgeklatscht habe, ist mir eigentlich alles scheißegal gewesen. Ich glaube, ich würde eher den Endgegner klatschen als Gommes. Ach Mann. Ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt da zum See gehe. Dass mich dann die ganzen Spacken jetzt angreifen oder vielleicht greifen mich nur die Wassermagier an. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich gehe jetzt mal ganz gekonnt an dem Typen hier vorbei. Ob der was mit mir macht? Nee, ich glaube, den juckt das gar nicht. Gut. Weil ich glaube, ich bin momentan Staatsfeind Nummer 1 jetzt im neuen Lager. Ich meine, alles, wofür die gearbeitet haben, ich speichere lieber vorher. Alles, wofür die gearbeitet haben, habe ich ja nun mal jetzt irgendwie den Erdboden gleich gemacht und alles in so ein Scheißschwert reingesteckt. Natürlich sind die Kacken mad, aber ich glaube, ich habe auch sowieso schon hier die ganzen Jungs geplättet, ne? Also, ich meine, ich hätte doch mal die Banditen zerkloppt schon in irgendeinem Part. Naja, auf jeden Fall sind die... Naja, die juckt das gar nicht. Ja. Jo. Aber ich habe auch noch so diese geilen Skelette beschwören, ey. Also da mache ich mir auf jeden Fall am Ende noch einen Spaß raus. Also irgendwas Witziges mache ich damit noch. Eventuell könnte ich auch die Skelette beschwören und dann einfach wieder kaputt machen und dann kriege ich EP oder so. Mag ja auch sein. So, hier lang war es jetzt, ne? Ups, Sala. Jetzt muss ich mich hier umgucken irgendwie. Oh, auf einmal so leise geworden. Vielleicht hier irgendwo drin? Ja, das wäre jetzt natürlich Bullshit, wenn das hier drin liegen würde. Wo die ganzen Penner pennen. Also würde ich jetzt eigentlich mal eher hier oben auf den Stein tippen. Und wo auch der Lurker stand. Oder Lurker. Ups, nee, hier auch nicht.
Ha. Komm hier nochmal im Wald hier hinter um. Ansonsten kannst du ja nur noch in dem einen See, in diesem Mittelsee da sein. Aber das ist ja fast kein See, also. Nee, ich. Uah. Zumal eigentlich ist das ja auch unlogisch, denn der See ist ja von diesem einen Spasti da angelegt worden. Das heißt, das kann ja eigentlich gar nicht, wenn das jetzt ein Typ war, der viel früher gelebt hat, dann kann das ja gar nicht hinhauen. Na, ich gehe einfach mal hier im Kreis ums Ufer rum. Ne, hier auch nicht. Kann doch nicht sein. Ich hätte halt schwören können, dass das hier ist. Jetzt renne ich einfach nochmal zurück. Den Weg. Aber jetzt nochmal ein bisschen hier, ein bisschen schärferem Auge. Und wenn das dann nicht hier ist, dann renne ich nochmal auf die andere Seite des Sees. Und wenn das da nicht ist, dann gehe ich nochmal in der Mitte auf die Insel. Und wenn es da nicht ist, dann... Also ich hätte... Oh, ich wäre mir fast sicherer gewesen, dass es hier liegt, als an einem Schiffswrack. Weil so, wo soll es halt sonst sein, ne? Unter Wasser? Kann ich mir aber am besten Willen jetzt auch nicht vorstellen. Hm. Da drunter? Nee. Ja. Ja, wobei, vielleicht ist es beim Lurker auch Bullshit, weil... Nee. Jawohl, ja, hier, als ob es hier jetzt irgendwo ist, ne? Hier unten? Soll es jetzt hier irgendwo liegen? Auch Quatsch. Jetzt ist das auch noch alle gegangen. Jetzt gucke ich nur noch mal hier oben nach. Dann noch mal auf der Insel. Aber es war ja vom Ufer die Rede. Das ist ja alles andere als ein Ufer. Boah, ich übersehe das Ding bestimmt irgendwo. Das liegt doch hier irgendwo voll offensichtlich rum. Und ich bin nur bestimmt schon 8-mal drauf vorbeigerannt. Dann mal hier unten gucken. Oha. Ja, das war jetzt nicht der Plan. Oder vielleicht unten in so einer Hütte? Das wäre auch noch eine Option, wa? Na komm, ich gucke jetzt erst nochmal hier. Obwohl hier hinter wird's... Ach Quatsch. Nee, hier hinter wird's nicht liegen. Glaube ich nicht. Vielleicht hier irgendwo hinter? Boah, aber ich glaube nicht, dass es da unten irgendwie... Das muss doch am Ufer liegen. Ne, hier ist es auch nicht. Ich gehe jetzt mal am Ufer auf der anderen Seite längs und dann habe ich keinen Plan. Ne, ich will das nicht googeln jetzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht hier, also nicht hier ist. Also, wisst was ich meine. Guck nochmal nach. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Was sagt mein Dings hierzu? Ich habe das dritte Buch gefunden. Ich glaube, so langsam verstehe ich, was, wie das abläuft. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Das sind aber die einzigen, ich sag mal, Fischer. Ach, vielleicht liegt das hier im Wasser, Alter. Das wäre auch noch eine Option. Ich laufe einfach mal noch am Wasser längs. Aber als ob es im Wasser, im Buch im Wasser liegen, ist auch bescheuert. Weil da müssten sich die Entwickler ja auch irgendwie selber am Kopf fassen, glaube ich. Nee, Tatsache, es ist hier nicht. Da kann man hier vielleicht irgendwo hinschwimmen.
Ne, ich will halt nicht glauben, dass das bei dem anderen kleinen See da ist. Ey Leute, klärt mich auf. Ey, ach Quatsch, also ehe ich den Part hochlade, bin ich schon fast im zweiten Teil fertig. Weil ich habe jetzt sehr, sehr viel vorproduziert, muss ich sagen. Aber unter Wasser können doch keine Items liegen, oder? Hier oben auf dem Stein ist es halt auch nicht. Nicht, dass ich den Stein... Ich muss, glaube ich, gehe den Stein nochmal systematisch ein bisschen ab hier. Also ich hätte den Spot hier so... Das wäre so... Mein Verdacht gewesen. Hm. Vielleicht da oben? Also hier wäre dann so auch mein nächster Verdacht noch. Hm. Alter, wo kann das scheiß Buch liegen? Da oben vielleicht? Nee, das muss hier sein. Fischer, Fischer. Ja, da unten sind doch so Fischerhäuser. Das muss doch hier irgendwo in der Ecke liegen. Ach du heilige Scheiße! Oh ja, das wäre Match. Also hier in der Ecke auf jeden Fall nicht. Da hört nämlich die Barriere auf. Alter Vater, wo ist denn das scheiß Buch hin? Das muss hier liegen. Ey, ich guck gleich, ich google gleich. Ich geb mir das nicht länger. Irgendwann ist auch Schluss mit Toleranz hier. Ich hab's ja gerade noch gesagt, so von wegen. Ich bin nicht der Typ, der googelt, aber wenn mich das Spiel jetzt so hart ficken will hier, dann... Ne, ich renne jetzt nicht nochmal zu dem anderen See, das kann da nicht sein. Ich habe da noch nie... Warte mal, ist der andere See nicht sogar der kleine See davor? Alter, da liegen aber... Alter, da liegen aber auch... Pass auf, da liegen aber auch, hier so Fischerhäuser. Ja, natürlich. Das muss da sein. Da bin ich schon dran vorbeigerannt. Ich Volldepp. Ah, ich hab die Idee. Ich hab die volle Idee. Hier nämlich. Entweder hier. Alter, hier sind ja überall Seen. Ja, ich laufe einfach mal jetzt hier am Rand längs. Und wenn es hier nicht ist, dann ist es halt auf beim Eingang. Boah, wie hinterfotzig. Nee, das ist auf jeden Fall kein... Ja, hier hat es ja keine anderen Uferseite. Da muss es da hinten sein. Also... Woanders kann es nicht sein. Da. Da ist nämlich auch eine Fischerhütte. Mein Gott, bin ich ein Vollidiot. Und jetzt brauche ich gar nicht auf der rechten Seite gucken, weil das ist hundertprozentig auf der anderen Seite. Weil der kluge Fischer geht ja halt auf die andere Seite, ne? Das liegt da hinten hundertprozentig. Boah, Alter, da könnte ich jetzt mal ein Eier drauf verwetten, dass es da liegt. Ja, ich bin ja gespannt, ey. Jetzt bin ich gespannt, wenn das Buch... Ah, da hinten liegt es doch, glaube ich, sogar, oder? Ja, Tatsache, hier liegt es, Alter. Tatsache, es lag tatsächlich hier. Gut, dass ich mein Eier behalten kann. Judy. So, wo geht's weiter? Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Kromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klangens. Klangens. Ich hätte Klagens vielleicht, aber egal. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Ich geh jetzt erstmal irgendwie schlafen. Weil, wird dunkel. Vergessen sind einst die Taten, die sich an Bord befanden.
Ja, hier. Obwohl, ne, es ist ja kein Schiff hier. Ah, ich weiß wo. Ich habe eine Idee, wo es ist. Aber waren das nicht so Hurenböcke, die mich hier immer kaputt schlagen wollten? Gucken wir mal vorbei, als ob die sich jetzt nochmal an mich dran wagen. Was zum Teufel machst du hier? Oh. Der hat genug. Kümmerliche Vorstellung. Jo. Ach, hier ist aber kein Bett drin. So eine Scheiße. Ja, dann renne ich jetzt nochmal schnell zum anderen Bett, weil ich will jetzt hier nicht durch die Nacht noch rennen. Ist so sowieso schon gerade ein bisschen unheimlich. Dann schlafe ich da irgendwie bei dem Reismeister hieß der, ne? Falls der noch lebt. Schlafe ich bei dem schnell in der Butze und dann geht's weiter. So, jetzt könnt ihr auch nochmal miterlegen. Vergessen sind die Taten jener, die an Bord waren, oder irgendwie so hieß das. Auf jeden Fall was mit an Bord waren. Das ist auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt. Ich hoffe, die Zuschauer unter euch haben jetzt dieses Aha. Oder ist doch klar, wo das ist. Also eher dieses Hey, du. Ist doch klar, wo das ist. Gefühl müsste eigentlich jeder jetzt haben. So. Du hast da drin. Du hast da drin. Schnauze. Guck mal kurz, wie ich am besten laufe. Ja. Ich glaube, die Tränke sind auch nur für die Quest gemacht. Weil ich habe die auch noch nie genommen irgendwie. Weil es gab irgendwie immer noch was zu entdecken. Aber jetzt ist so... Spiel ist fast, also auf jeden Fall hier alles vorbei. Ich habe den letzten Rang also so gut wie erreicht. Also Rang hier von, ne? Ich habe ja meine 40 Punkte, die ich jetzt gleich noch an Sardas abtrete. Und dann, lol. Ah, da kommt Scheiß drauf. Ja. Ach, guck mal, hier haben wir eigentlich auch noch richtig viel. Boah, das sind so richtige Farmstellen. Na, ich gebe aber jetzt echt einen Fick drauf. Ich laufe jetzt einfach nur noch weiter, will die Quest zu Ende machen. Dann schnell zu Zardas und dann mache ich Ende hier. Der Part wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger werden, weil wir sind jetzt schon bei 17, ja fast 18 Minuten. Aber ich will jetzt nicht noch einen Part dafür anfangen, weil ist schon halb eins und ja, ich muss halt pennen gehen. Ist zwar für mich auch ungewohnt, um diese Uhrzeiten pennen zu gehen, aber soll ich machen. Bin eigentlich auch immer so der 4, 5, 6 Uhr Typ, aber jetzt fängt Uni wieder an und ich muss auch reinhauen in der Uni, dringend. Denn ich will das auch mal langsam über die Bühne bringen mit Studium. Wobei lieber am besten so lange studieren wie geht, ne? Aber kann ich auch nicht bringen. Jo. Denn irgendwann muss ich mal schurbeln gehen, aber ich bin jetzt erst im dritten Semester, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe so, also 6 bis 7 Semester ist so Standardzeit, ich plane 7 Semester ein. Ja, kommt drauf an, wie viele mit mir den Abschluss machen, falls ich es überhaupt so weit schaffe, natürlich. Ich bin immer ein bisschen abergläubisch, dass mir sagt das so. Weil irgendwie gibt es nur 15 oder 30 Bachelorplätze und wenn es mehr sind, dann müssen einige warten. Und ja, es wäre natürlich blöd, wenn ich dann noch warten müsste. Also 7 bis, worst case, sage ich mal, 8 Semester werden es werden. Für den Bachelor, dann nochmal, wie war das? 4 Semester, nochmal, Master versuche ich dann natürlich noch hinterher zu klatschen. Jo. Und dann, ja, dann bin ich durch, ne, dann... Dann kann ich leider nichts mehr machen, dann muss ich irgendwie langsam mal anfangen zu arbeiten. Aber ich habe ja noch ein paar Jährchen Zeit. Vielleicht mache ich auch noch einen Doktortitel. Da kann ich mir noch ein Jahr mehr, länger Zeit nehmen. Gut, also ich würde jetzt hier tippen. Denn das ist ja nur mein Schiff. Und an Bord waren heißt für mich so irgendwie, ist kaputt das Schiff. Ach, da hinten liegt das Buch doch. Jo, da liegt's. Chromal. Nien 5. Ich habe das Buch gefunden. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten. Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen
Und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würdigen, die da kommen werden, mich zu finden. Hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Ja gut, ist jetzt wohl auch nicht so schwer. Ich denke mal, ich muss einfach wieder in den scheiß Turm da reingehen. Weil da hat ja nun mal echt alles angefangen. Oder eventuell, ich denke mal Turm. Ansonsten an der Stelle da, wo die mich in die Mine geworfen haben. Woher will der wissen, dass ich da, dass für mich da alles an... Ey, meine Maus geht nicht mehr. Na. Uah. Was passiert da? Ah, jetzt geht die Maus wieder. Okay, sie hat sich dazu entschieden, weiter zu funktionieren. Ja, alles wieder super. So. Dann speichere ich mal Flix. Ja, ich denke mal, ich renne jetzt aber doch mal mit dem Schwert rein, weil falls ich hier richtig bin, könnte es gut sein, dass was respawned ist. Also, ich würde auf jeden Fall als Entwickler dann hier respawnen lassen. Nee, nicht Untote vernichten, sondern Licht. Ja, ich muss ja jetzt schon sagen, dass ich schon wieder gar keinen Bock habe auf diese Höhle von dem Endgegner da. Aber ich weiß wenigstens, dass die richtige Scheiße ist halt vorbei, also. Ja, hier links bin ich lang gegangen, ne? Also diese, mit diesen Schwertern sammeln da. Das war ja nun mal richtig kacke. Also vier Stück habe ich ja schon, fünf brauche ich. Und vor dem fünften stand ich ja so gesagt vor, aber der war irgendwie unbesiegbar. Den werde ich ja... Lol. Okay, Erzbrocken. Ja, okay, ich glaube, das ist... Ja, Chromanin 6. Amulett der Lebenskraft. Lebensenergie Bonus 30. Ja, wenn das jetzt war, dann bin ich aber mad, ey. Guck mal, was er mir noch zu sagen hat. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er was? Ist für die Ratten. Boah, ich hab grad Gänsehaut, Alter. Wo kommen die alle her? Halt die Fresse hier auf. Boah, ja, ist klar. Ich brauche hier auch immer mega die Viecher. Die machen jetzt zwar keinen Schaden, aber... Boah, Bullshit, ey. Boah, ich hatte gerade mega Gänsehaut, ey, als ich auf einmal... Skelettkrieger? Nee, ich will den Magier haben. Da, Skelettmagier. Der hat doch bestimmt eine Eisfallrune und Skelettbeschwörung. Oh, Junge, das wird nachher so geil. Skelettkrieger? Nee, ich will den... Wo war der andere Magier? Keine Ahnung. Ah, da liegt auf jeden Fall noch ein Trank. Habe ich den nicht direkt hier... Ah, da. Der hat auch mal Skelett beschwören. Ah ja, wunderbar. So, gut, Leute. Das war... Das war's, glaube ich. Oder Chromanin 5, 6. Da stand sonst, glaube ich, nicht mehr drin, ne? Außer Punkt, Punkt, Punkt oder so. Na, Ende. Witzig. Ja, dann gehe ich jetzt mich mal wegteleportieren, wa? Nee. Licht ist auch nicht. Ah, wo habe ich denn hier Zardas, den Homo, drin gespeichert? Und Tote vernichten kann ich jetzt wegmachen. Ach, habe ich gar nicht gespeichert. Dämonenbeschwörer 5. Also chillig. So, dann gehen wir nochmal hoch zum Dämonenbeschwörer da. Gucken nochmal, was der zu sagen hat. Machen uns auf jeden Fall erstmal Kreis 6 sofort. Ja, und dann geht das weiter, wa? So, sechster Kreis der Magie. Kannst du mich unterrichten? Ich werde dich in den sechsten der magischen Kreise aufnehmen. Denn wisse, nur die mächtigsten Magier werden in den sechsten Kreis aufgenommen. Er ist denen vorbehalten,
deren Leben ein Zeichen ist. Dein Zeichen ist die Verbindung der Elemente. Mit dem sechsten Kreis bist du in der Lage, die Magie sämtlicher Runen anzuwenden. Und vergiss nie, fordere nicht die Macht, sondern diene ihr. Coole Sache. Ach Quatsch, hier muss ich gucken, ne? Jetzt Magiekreis 6, cool. Sei gegrüßt. Ja. Entferne den Stein aus Auriziel. Dieser Schritt ist endgültig. Soll ich den Stein wirklich aus der Klinge entfernen? Jo. Ja, tu es. Du hast es so gewollt. Hier, nimm das leere Schwert und die Rune. Ich suche magisches Wit. Ah, okay. Ach cool, von dem kann ich auch noch was holen. Amulett Erleuchtung. Okay, Geschicklichkeitsbonus, Lebensenergie, bla bla bla. Uzriel Welle des Todes? Hä? Ach, hat der Penner sich jetzt gleich noch ein paar Kopien gemacht oder was? Armee der Finsternis. Was klingt. Ups. Armee der Finsternis klingt auch geil, oder? Boah, Skelette beschwören. Ende, warte mal. Jetzt guck ich erstmal, ob ich jetzt überhaupt die Rune von dem Penner gekriegt habe, ey. Untote vernichten, Blitz, Feuerball. Da war auf jeden Fall irgendwas Lilanes, wa? Der Dings. Ey, will er mich total natzen? Ach doch, da unten. Hohoho. Ah, dann guck ich mal, ob ich den nochmal einen über den Wirfing hauen kann. Nein, leider nicht. Laden lieber nochmal. Ah ja, okay. Jetzt habe ich ja die krasse Innozorn. Aber ich hätte gedacht, der gibt mir jetzt auch noch so eine geile Robe, ey. Das wäre nämlich cool gewesen. Ich meine, gut, habe ich noch nie drauf, aber... Sei gegrüßt. Ich guck nochmal. Amulett der Macht. Amulett der Erleuchtung. Uzriel Welle des Todes. Ah, das war's, also. Boah, Alter, ich könnte richtig viele Sachen noch kaufen von dem Monsterschrumpfen. Boah, auf den Endgegner einfach mal Monsterschrumpfen machen, das wäre auch was Witziges, wa? Armee der Finsternis klingt auch richtig geil. Ach ne, das machen wir einfach im nächsten Part. Was ist denn jetzt überhaupt Sache hier? Neue Seelen für die Bruderschaft, verschwundener Geist, ich habe gar keine Quest mehr oder was? Naja gut, Leute. Ich denke mal, ich soll jetzt einfach wieder in die Butze von dem Schläfer reingehen und da alles kaputt machen. Also denke ich mal. Bis dahin, Leute. Also ich werde jetzt die Session beenden und in der nächsten Session wird wahrscheinlich auch die letzte Session sein. Das sage ich schon mal so im Voraus. Denn ich werde mir das dann nicht mehr nehmen lassen, jetzt das komplett durchzuspielen. Ich denke mal, es wird noch 2-3 Parts sein und dann ist Ende. Also macht euch gefasst auf den Endgegner. Bis dahin, Leute. Man sieht sich. Haltet die Ohren steif.